Leute und welcome back zu einem neuen Video. Heute hier aus der Wüste vor den Toren von Dubai. Wir zeigen euch in diesem Video heute eine etwas nicht so alltägliche Tour. Wir sind wieder mit unserer privaten Reiseleitung unterwegs, mit der wir auch letztes Jahr schon eine Tour hier gemacht haben in den Emiraten. Wir haben einige tolle Spots auf unserer Liste für dieses Video. Und was euch ganz genau erwartet, seht ihr nach dem Intro. Wir sind hier beim ersten Spot, der eigentlich ja, ein Fotospot werden hätte sollen. Hinter mir ist mal vor 20 Jahren ein Flugzeug abgestürzt. Das Flugzeugwrack ist bis vor einigen Wochen da gelegen. Ja, ihr seht es, das Flugzeugwrack ist nicht mehr da. Also geht es für uns jetzt weiter zu unserem nächsten Spot. Einmal da am Ghost Town hinter uns die weite Wüste. Wir haben jetzt hier total süße Kamele besucht. Also wir waren jetzt so circa 20 Minuten da in der Altstadt, beziehungsweise Geisterstadt. Es ist echt interessant zu sehen, das Ganze ist so seit circa 50 Jahren verlassen. Und da sieht man, was der Sand hier alles anrichtet. Die Häuser sind teilweise bis knapp unter die Decke voll mit Sand. Also es ist echt interessant, das Ganze mal anzuschauen. Und nun geht's weiter zu Spot Nummer 3. So, wir haben uns jetzt das erste Mal ein bisschen verfahren. Jetzt fahren wir wieder in die richtige Richtung zurück. Aber nur ungefähr 15 Minuten verfahren. Hier auf der Farm von der Kamel Ushi, mitten in der Wüste. Also hier ist weit und breit keine Autobahn und nichts zu sehen. Wir werden den Abend jetzt hier verbringen und zwar mit einer kleinen Führung auf der Farm, direkt von der Ushi. Und sie wird uns auch ein bisschen was erzählen, seit wann sie hier ist, was sie hier so macht. Und dann werden wir auch noch Kamelreiten gehen, den Sonnenuntergang bewundern. Am Abend gibt es auch dann noch ein traditionelles arabisches Dinner, direkt von den Beduinen hier auf der Farm gekocht. La mafi mini wat di mini ana malasem khapo mal hua awol mara in lasem fax. Also, da geht's um unser Nachwuchs. Ja, das ist jetzt der Nachwuchs. Wir haben vier weibliche, die sind jetzt knapp ein Jahr alt. Und die müssen eigentlich jetzt weg von den Müttern. Ich habe gerade diskutiert, die müssen die Milch einstellen, die Weibchen. Und dann kann man sie wieder zum Hengst führen oder zum Bulle führen. Die haben auch ziemlich Haare bekommen, weil es kühl ist bei uns. Gell du? Ja. Die Kleine schlägt dem Vater nach, wie man von der Farbe sieht. Ja, da kommt aber auch keine Milch raus, gell? Insgesamt habe ich 26 Kamele und auch ungefähr so viele Ziegen. Das verändert sich dann wieder, wenn es Junge gibt oder keine. Die Lanut, Nudi, du hast auch mehr Haare gekriegt. Vor lauter Kaltsein hier, sind wir hier in UAE oder wo sind wir eigentlich? Da haben wir unseren Ältesten. Gell? Drum lahme Lippe. Da hängt die Lippe. Da bräuchte ich die Botox sozusagen. Also, wie alt ist
Der ist so 38, sowas so an in diesem Alter, ja, er ist noch einer. Und er ist der allererste, er und ein Partner, der ist gestorben schon. Darum sind wir auch ein bisschen mehr knochiger, wir können nicht mehr so gut kauen. Saudi, so out. Zeig dir mal, du Hübscher. Ganz ein Hübscher, groß und kräftig sind die. Ja, und da ist auch so ein kleiner Schreier. Die haben sich nach hinten verzogen, da ist ein Windstiller. Ja, Hühner haben wir auch, wie ihr seht. Die sind auch eifrig. Du Dreckspatz, wie siehst denn du aus? Aber da kann er nichts dafür. Der hat hier das ganze Wasser umgeleert. Du hast das Wasser umgeleert. Ja, das heißt, hallo, ich bin der Größte. Ja. Alles gut, alles gut. Alles gut. Das sind alles die Männchen zum Reiten. Ja, und die Weibchen sind zur Zucht. Sie ist schwanger da hinten, die ganz helle, das ist eine hübsche Sudanin, ja. Sie wird und wird nicht schwanger und sie war meine Beste eigentlich, ja. Hat Renner gewonnen und wollte sie jetzt zur Zucht weiterhin natürlich, ja, nichts ist. In der UAE bin ich seit 22 Jahren schon, ja, mit meinem Geschäft mit den Kamelen. Und ja, das ist meine vierte Farm. Bin immer weiter rausgezogen. So wie die Bauvorhaben kamen, musste ich immer weiter zurück. Ja. Ja. Und bin aber jetzt hier gesettelt und habe meinen eigenen Platz in meinem Namen und super, was ganz wichtig ist. Wo bist du gebürtig, Huschi? Von Bad Waldsee, Kreis Raffen. Von Bad Waldsee? Oberschwaben. Ja, ich war oft in Bad Waldsee. Ach was? Ja. Es ist keine Galerie in dem Sinn, sondern das ist unser Matschlis. Wir müssen ein bisschen Licht reinlassen. Und wenn wir über Nachtgäste haben, machen wir hier das Frühstück. So habe ich jetzt hier mal schnell meine Paintings aufgestellt. Einfach inspiriert hier vom Leben, vom Umfeld. Wow. Wir haben sogar eine Klimaanlage. Also hier Generatoren für Strom? Im Moment noch Generatoren und Solar, aber das ändert sich jetzt hoffentlich bald. Ja, und die mit den drei, das ist kontemporare, ganz modern. Unsere Farmtiger, komm her, die sind schon zahm, gell? Du, Menschli. Und, gell, ja, sag mal. Sie reitet Kamele, die Kamele. Ja. Sie reitet auf die Kamele und kuschelt sich ins Blanket rein, in die Decke rein und findet es richtig toll, wenn es schaukelt. Vor allen Dingen frech sie mir. Ja, und immer gleich da, wenn es was zum Essen gibt, die werden oben kocht. Tja, und unsere Kamele fressen immer noch unsere... Laufen die da auch frei rum teilweise? Ja, die kommen jeden Tag raus zum Grasen. Gerade der Ältere, dass man den rauslässt zum Fressen, weil der nicht so viel, so schnell frisst natürlich. Und dann geht es aufs Grüne, das ist klar, auf die Palme. Und ja, jeden Tag, also ein paar Stunden, einen halben Tag, kommen die raus. Auch aus Gesundheitsgründen und frisches Futter, wie bei uns auch. Yeah. Salat ist immer das Beste. Ja, ja, kriegen schön jeden Tag Heu, gemischtes Getreide, sozusagen Müsli und Datteln. Also fast auch, der Mensch soll ja auch Müsli essen und Obst und Datteln. Die haben also die meisten Nutritions, die du überhaupt brauchst. Ich rate auch immer den Gästen, wenn die wo kommen, rate ich immer, sie sollen sich einen Dattelsirup mitnehmen, ein kleines Kanisterchen und jeden Tag einen Teelöffel voll, entweder in Tee rein oder auf einen Joghurt oder pur essen oder aufs Butterbrot, ist gut für die Gesundheit. Wer trinkt Fanta? Oh, unser da ist auch Fanta. Der Kamel? Der liebt Fanta und Pepsi, alles ganz selten mal, wenn es auch wieder heißer wird. Ich habe eine kleine im Auto. Eine kleine nichts, ist denn zu gefährlich, aber eine Flasche, eine Glasflasche oder eine Plastikflasche, das packt er. Ja? Ja.
dann melde ich mich auch mal zu Wort heute. Wir sind jetzt gerade bei der Kamel-Uschi im Beduinen-Camp. Hier gerade ein bisschen am Chillen. Wir haben schon so eine coole Kopfbedeckung bekommen. Was steht denn jetzt noch an? Wir gehen noch ein bisschen in die Wüste rauf. Wir werden noch Kamelreiten gehen. Dann gibt es noch ein schönes arabisches Dinner. Und das wird es dann eh sein eigentlich, oder? Ja, genau. Was ich noch dazu sagen wollte, also die Tour, die was wir heute machen, die kann man ja bei keinem herkömmlichen Reiseanbieter wie Get Your Guide und so weiter buchen. Das kann man nur über die Marion, über unsere Reiseführung buchen. Den Link zu ihrer Seite blenden wir euch unten in der Infobox ein. Es ist auch möglich, Halbtages- bzw. Ganztagestouren mit ihr zu machen, die man auch dann individuell gestalten kann, wie man sich das wie man das haben möchte. Und dann eben der Fixpunkt ist am Abend das Camp bei der Uschi mit dem Beduinendiener und dem Sonnenuntergangsritt. Und jetzt schauen wir selber mal, was uns da. Genau, vielleicht noch ganz, ganz wichtig, wenn ihr hierher kommt, unbedingt ein paar warme Klamotten mitbringen, weil das unterschätzt man gerne mal. Wir haben jetzt so 17 Uhr und es ist schon richtig frisch, speziell hier in der Wüste draußen. Wenn dann auch noch der Wind geht, das kann ganz schön kalt werden. Also ich denke mal, wenn dann in einer Stunde da so dunkel wird, dann wird's echt kalt werden. Und schaut, dass euch lockere Kleidung anzieht, wenn ihr am besten keine geschlossenen Schuhe. Ich bin heute zum Beispiel das erste Mal mit Flipflop unterwegs und das war die beste Entscheidung, weil man kann auch ganz, ganz viel barfuß da gehen im Sand. Das ist obendrein noch ein super entspanntes, entspannende Massage. Und ja, wir gehen jetzt mal darauf auf den Fotospot, noch ein paar Fotos machen und dann geht's mit den Kamelen ab in den Sonnenuntergang. Sonnenuntergangsausritt wurden wir im Camp mit frisch gebrühtem Tee empfangen. Wir haben die ruhige Umgebung genossen und sahen uns die Beduinenküche an, wo das Abendessen schon vorbereitet wurde. In der Zwischenzeit teilte unsere Reiseleitung Marion ihr Wissen mit uns. Lebt letztendlich von den Frachthafen, von den Frisons und vom Tourismus, von der Touristikbranche. Sag mal, der Grund, warum das die Emirate gegründet worden sind, liegt jetzt genau 50 Jahre zurück. Vor 50 Jahren ist der Sheikh Saad halt auf die Idee gekommen, nachdem die sich von der britischen Kolonie, sag mal, losgelöst hatten, dass man nicht mehr so angreifbar ist. Ras Al Khaimah hat immer Probleme gehabt mit der Piraterie. Die sind aber letztendlich als letztes Emirat ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später erst dazu gestoßen. Und dann hat der Sheikh Saad, deshalb wird er auch so geliebt, obwohl er schon lange tot ist, hat er gesagt, ob die sich nicht zusammentun. Das kann man sich vorstellen wie Europa. Bis heute ist jedes Land getrennt für sich verantwortlich. Abu Dhabi unterstützt Dubai, weil die sich halt in manchen Sachen ein bisschen vergaloppiert haben. Aber es hält sich alles noch im grünen Bereich. Abu Dhabi hat Öl. Dubai hat nicht einen Tropfen Öl. Sharjah ganz minimal, aber nicht so viel, dass man es vermarkten kann. Ras Al Khaimah lebt von den Frisonen, also von Industrie, Tourismus mittlerweile, Perlentauchen und Fischfang. Abu Dhabi ist wirklich das einzige Land, was natürlich auch extremst viel Öl fördert. Und deshalb sind die so reich. Und man sieht zum Beispiel, das beste Beispiel ist, du kommst von Dubai, fährst du über die 11, die Straße nach Abu Dhabi, sind die Lampen, genau in der Mitte sind drei Lampen. Du fährst nach Abu Dhabi rein, hast du in der Mitte plötzlich bepflanzt, begrünt und oben fünf Lampen. Du weißt ganz genau, du hast keine Grenze, wo du sehen kannst, dass du von Dubai nach Abu Dhabi fährst, aber du siehst es automatisch an der Lampen und dass plötzlich alles begrünt ist, weil es kostet ja sehr viel Geld, in der Wüste alles zu begrünen und zu bewässern.
Pünktlich um 19 Uhr wurde der Erdofen geöffnet und das Dinner zubereitet. Ganz traditionell gab es Hühnchen, Reis, Gemüseeintopf, etwas Salat und Kamelfrikadellen. Als Nachtisch gab es frisches Obst und frisch gerösteten Kaffee. Mittlerweile ist es 21 Uhr am Abend. Wir sind wieder zurück in unserem Apartment, voller toller Erinnerungen von diesem schönen Tag. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung mit der Uschi auf der Farm, mal die Eindrücke von ihr selbst zu hören und zu sehen, auch mit unseren Bekannten eine schöne Zeit zu verbringen und auch mit unserer Reiseleitung, die uns unglaublich viele Insider-Tipps wieder gegeben hat. Es ist immer wieder sehr interessant, ihr zuzuhören. Ja, wir sagen danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, damit in Zukunft kein weiteres Video von uns mehr verpasst. Wir sagen danke und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Macht es gut und ciao!